das dritte Welt, der Eroberer, el Conquistador. Don Juan de Salazar y Espinosa aus Burgos, 1508 bis 1560, war spanischer Herkunft, was sich in Paso Doble heroisch, militärisch, mit Kriegstrompeten und Vorwärtsdrang verdeutliche. Am 15. August 1537 gründete er die Stadt Asunción, wo er nach seinem Leben als Gouverneur in der von ihm ebenfalls gegründeten Kathedrale begraben liegt. Das Zusammenleben der Spanier mit den Guaranis war friedlich. Und nicht nur das. Die zahlreichen Nachkommen der damals nur 200 polygamer Eroberer, angeblich hatte jeder 40 bis 70 Frauen, bilden den Kern der heutigen paraguayischen Gesellschaft. Erst später kamen noch die Kolonisten und die Immigranten dazu. Die anderen nicht-guaranischen Indios leben heute in ihren Reservaten und einige sogar teilweise noch nackt und wild in den Wäldern.